Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Satin Crew Video. Heute sind wir bei Lamborghini Frankfurt und holen unseren Aventador S4J ab. Die ganzen Probleme, die das Auto hatte, sind jetzt wieder alle weg. Das Auto läuft perfekt, also hoffen wir, werden wir gleich ausprobieren. Die Recall-Aktion mit der Motorhaube wurde auch alles erledigt. Die Scharniere wurden gewechselt, das heißt, uns fliegt jetzt die Motorhaube auch bei 300 nicht ab, was sehr gut ist. Wie ihr neben mir sehen könnt, haben wir auch unseren Huracan Performante Spider hier. Denn wir wollen gleich auf der Autobahn mal ein bisschen Feuer geben, gucken, ob die beiden schön auch Flammen spucken, durchtunneln, ein bisschen Highspeed-Action, einfach mal Spaß haben. Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt mal in den Showroom und zeigen euch, was da drin ist. So, wir sind jetzt im Showroom und wir wollten euch einmal kurz die Autos zeigen, die hier stehen. Hier haben wir als erstes einen wunderschönen Huracan Evo Spider. Der sieht auch so ähnlich aus wie unser damals, als wir noch unseren normalen Huracan LP610-4 hatten. Auch ein mega cooles Auto, vor allem in dem Weiß. Dann haben wir hier einen ganz schwarzen Lamborghini Urus mit grünen Akzenten. Ja, das ist echt ein sehr, sehr gutes Auto. Dann gehen wir aber noch mal ein Stück weiter nach hinten und da steht ein weißer Urus. Und weiße Urus sieht man echt nicht viel. Und was ich speziell finde bei dem Auto ist, dass die Teile hier sogar lackiert sind. Oft hat man die noch in Plastik oder Carbon oder einfach in dem Style Package, dann sind die in Schwarz. Aber bei dem Auto wurde einmal alles lackiert und dadurch hat er auch eine komplett weiße Front inklusive der Lufteinlässe. Sieht wirklich sehr cool aus. Dann gehen wir mal ein Stück weiter nach hinten, denn hier steht wirklich ein krasser Urus. Ich denke mal, der ist sehr viel Art Personam. Sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ist so ein British Racing Green. Mega, mega schön vom Spec. Schwarze Felgen, gelbe Brake Calipers und das gleiche natürlich im Innenraum. Schwarz mit gelben Akzenten. Und das finde ich echt gut. Und hier könnt ihr sehen, das ist das Style Package. Bei unserem Urus haben wir alles in Carbon, aber wenn man das nicht möchte, könnte man das Style Package haben und hat sozusagen gloss-schwarze Akzente. Hier steht dann noch ein Huracan Evo Spider und der ist mega, finde ich, weil das Grün, ich hoffe, es kommt so gut auf Kamera rüber, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, Verde Etica. Das ist ein sehr metallic schweres Grün, wenn man das so sagen kann, und sieht dann echt einfach unglaublich aus. Sieht richtig glossy aus und bringt auch schön die Konturen vom Fahrzeug raus. Dann haben wir hier noch ein Aventador S Roadster in mattgrau, auch wirklich ein unglaublich schönes Auto, mega, mega cool. Wenn wir jetzt aber noch ein Stück weiter gehen, steht hier ein Urus in Grigio Telesto. Diese Farbe hatten wir auch an unserem Gallardo Performante Spider. Das ist eine Farbe, die nah an unserem Herzen liegt, weil es sieht echt gut aus. Dann steht hier noch ein Urus in dem Gelb, so wie er präsentiert worden ist. Auch nicht schlecht, würden wir jetzt persönlich nicht in dieser Farbwahl nehmen, aber why not? Dann steht hier noch ein weiterer Aventador S in mattrot mit goldfarbenen Felgen. Aber was ich beeindruckend finde bei dem Aventador, der Spoiler und die ganzen extra Carbon-Teile, die hier drauf sind, sind Teile von Lamborghini. Das ist ein Lamborghini-Bodykit. Hätte ich nie gedacht, denn es sieht nicht wirklich nach Lamborghini aus. Ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht so ein 1016-Industry-Bodykit oder irgendwie sowas. Aber das ist von Lamborghini. Das gleiche hier vorne natürlich, die Front-Louvers sind von Lambo. Ich weiß nicht, ob das wirklich zu dem Auto passt, aber why not, wenn man es cool findet. Front-Splitter, gleiche Geschichte. Und dann müssen wir euch eigentlich noch mal schnell den Innenraum da zeigen. Patrick, wenn du da einmal kurz reinfilmen könntest. Dankeschön. Das ist schon wirklich cool, finde ich. Rote Sitzgurte, Hauptfarbe ist schwarz mit rotem Piping und dann einem goldenen Stitching. Also vom Spec her passt schon alles extrem gut bei dem Auto. Wie gesagt, ich würde den so nicht bestellen, aber ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, wenn man da schwarze Felgen ranmachen würde, würde das mit dem Rot schon gut sein. Also nicht schlecht, was hier so rumsteht. Bevor wir jetzt losfahren mit unseren beiden Stieren, gibt es natürlich noch mal einen coolen Carporn. Von dem her viel Spaß dabei und wir sehen uns danach. Also wir sind jetzt bei der Tankstelle, natürlich bei einer Shell, machen die beiden Lambos jetzt einmal voll, natürlich auch mit V-Power Racing 100, nur das Beste für unsere Babys. Hier, wenn Patrick einmal in die andere Richtung zeigt,
steht mein Vater, tankt gerade den SVJ voll. Und dann machen wir gleich mal auf der Autobahn ein bisschen Attacke. Das Wetter ist leider echt super optimal, denn vorne hat es schon leicht geregnet und so ein bisschen Schneeregen. Aber die Autos haben ja Allrad, das passt schon. Und gleich werden wir nochmal die Tankanzeigen und Kilometerstand von beiden Autos abfotografieren, euch natürlich einblenden, dass wir gucken können, nachdem wir über die Autobahn geballert sind, einfach mal aus Interesse, wer von den beiden verbraucht mehr. Ich glaube natürlich der V12, aber der V10 trinkt auch recht viel, wenn man wirklich Gas gibt. Von dem her, wir machen jetzt die Autos voll, springen in die Autos, schalten schön den Corsa und dann geht's los. So, und der Performant ist natürlich auch komplett vollgetankt jetzt. Wir haben einen aktuellen Kilometerstand von 7645 Kilometern und eine Reichweite von 620 Kilometern. Ach, mal schauen, wie viel wir da rauskriegen, wenn wir das Auto in Corsa stellen und gleich auf der Autobahn mal ein bisschen Attacke machen. So, der SVJ ist jetzt absolut vollgetankt. Wir haben jetzt 1030 Kilometer drauf. Tankanzeige könnt ihr hier sehen, ist voll. Theoretische Reichweite jetzt 490 Kilometer. So, das heißt, wir wollen mal schauen, ob wir dann wirklich Richtung 1400, 1500 Gesamtkilometerbestand kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Bis später. Gut, jetzt sind wir auf der Autobahn. Schöne deutsche Autobahn. Hier ist auch schon unbegrenzt. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in Corsa. Damit alles ein bisschen spannender wird. Schalten natürlich auch einen Gang runter. Und dann können wir jetzt gleich mal ein bisschen Gas geben, sobald der Verkehr sich ein bisschen öffnet. Es ist aktuell noch ein Auto vorm SVJ vorne. Und danach machen wir mal ein bisschen Attacke hier. Vor allem das Coole ist, den Weg, den wir hier gerade fahren, da ist auf jeden Fall sind auch zwei Tunnel am Start. Und das ist mit diesen beiden Autos ziemlich geil. Jetzt halten wir nochmal runter. Oh. Und los geht's. Ja, wie gesagt, aktuell noch ein bisschen Verkehr. Wir wollen hier nichts Gefährliches machen oder Dummes. Deswegen müssen wir jetzt einfach auf die perfekte Opportunity warten, dass wir auch ein bisschen jetzt frei. Und los geht's. Ah, da hält uns leider so ein kleiner schwarzer SVJ auf. Aber der wird gleich auch mal ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, ihr könnt uns doch gut hören, weil es ist echt laut hier drin. Aber es ist das Schönste. So, jetzt noch ein rotes Auto da vorne. So, und jetzt geht's auch los. Deutschland ziehen halt leider sehr oft Autos einfach rein, aber sobald man den SVJ vorne im Rückspiegel hat, fährt eigentlich jeder weg. Und ich weiß, ich hoffe, ihr hört's, das Knallen und die Pop-Up-Pops vom SVJ sind so unglaublich böse. Schauen wir jetzt erstmal nochmal schnell wieder einen Gang hoch. Wir müssen jetzt ja nicht unnötig Benzin verbrennen, weil wir wollen noch herausfinden, was die Autos so verbrennen, wenn man wirklich ein bisschen schneller fährt. Ich bin jetzt ja gerade Team Performante, deswegen hoffe ich natürlich, dass wir weniger verbrauchen. Und es fängt gerade an zu regnen. Nein. Nein, nein, nein. Gut, das heißt, wir müssen noch schneller fahren, dass wir dem Regen entkommen. Aber das eine Auto da vorne möchte einfach nicht weg. Aber man muss natürlich auch jeden verstehen, dann, ne? Wenn man schnell fahren möchte, möchte man schnell fahren. Okay, jetzt haben wir eine Chance. Wird leider auch nass. Das ist wirklich nicht super. Dann wischen wir mal kurz hier ein bisschen. So, aber man hört die ganze Zeit nur das Poppen vom SVJ. Ein bisschen runterschalten können wir hier auch, aber nicht so super wie erwartet. Aber Tunnel Nummer 1 schon mal gut bestanden. Jetzt kommt natürlich noch der zweite. Schalten wir mal ein bisschen runter. Oh, los geht's. Schaut euch mal die Flammen an.
weiß nicht, ob man das gerade auf Video gesehen hat, aber der SVJ hatte gerade stehende Flammen. Das sah unglaublich aus. Und jetzt kommen wir direkt auf ein unbegrenztes Stück. Erstmal hinten Fenster zu. Gute Freunde, und los geht's. So, Attacke. Und zack. Oh, da war eine ganz schön krasse Bodenwelle. Aber ja, und leider wieder Verkehr. Wir haben auch eventuell eine etwas doofe Uhrzeit, 14.34 Uhr, sind natürlich viele Leute auch unterwegs. Boah, ich hoffe, ihr hört dieses ganze Knallen und so vom SVJ. Das ist sehr, sehr, sehr böse. Dann überholen wir mal kurz den SVJ. Dann kriegen wir jetzt bestimmt einen geilen Flyby. Okay, und der SVJ kommt vorbei. Boah! Bleiben wir gleich hinterher. Ach, deswegen ist Lamborghini einfach das Beste. Sound, Drama, das Alarmsystem bei den Geschwindigkeiten. Man fährt wie auf Schienen, es bewegt sich gar nichts. Und einfach Spaß haben. Ach. Einfach ein Traum. Wir holen mit den SVJ nochmal. Ah, und jetzt kriegen wir sogar noch eine extra Spur. Das heißt, jetzt kriegen wir gleich nochmal einen Flyby vom SVJ. Das erhoffe ich mir auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch Frank dabei, muss man sagen. Deswegen müssen wir manchmal auch ein bisschen vom Gas gehen, dass Frank wieder mitkommen kann. Aber jetzt wird der SVJ kommen und er sieht sehr gut aus, wie er kommt. Und er fliegt vorbei und zwar genau. Nur noch ein Mythos, dass man in Deutschland überall frei fahren kann. Mittlerweile deutlich reduziert die Möglichkeit. Wir sind jetzt wieder an einer Tankstelle, denn wir müssen mal wieder tanken. Also wir müssen noch nicht, aber es ergibt jetzt mehr Sinn, denn wir sind immer große Shell-Freunde und deswegen machen wir das Auto hier voll. Also im Performante sind wir jetzt bei 7.925 Kilometern und einer Restreichweite von 180 Kilometern. Knapp unter halb voll, also ich würde sagen, wir haben das schon mal hier sehr gut gemacht. So, jetzt haben wir im SVJ auf dem Kilometerzähler 1.306. Das heißt, wir sind also 276 Kilometer gefahren, haben noch eine Restreichweite von 100 Kilometer, also fahren wir mal lieber tanken. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir dann nach diesen 276 Kilometern an Sprit reinbekommen. Und dann wissen wir ja so ungefähr, was wir durchschnittlich verbraucht haben. Bis später.
Also, wir sind jetzt nach unserer kleinen Lambo-Tour auch angekommen. Und jetzt haben wir natürlich noch die Frage, welches Auto hat mehr verbraucht? Also, ich habe im Performante 54 Liter verbraucht. Was hast du verbraucht? Ich habe 59 Kilometer verbraucht, aber halt, nicht auf die gesamte Strecke. Das ist mir aber egal, ich habe weniger verbraucht. Ja, es geht ja um den Zwischenstopp. Und ich weiß nicht genau, ob ich es nicht sogar geschafft hätte, den Verbrauch ähnlich wie beim Performante zu erreichen. Ja, aber ich hätte ja auch noch langsamer fahren können. Und wir sind Patrick und ich sind manchmal viel. Aber die hohe Anzahl an Baustellen mit Geschwindigkeitsbegrenzung kam erst später im zweiten Teil. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall war eigentlich bei beiden gar nicht so schlecht, dafür, dass man denkt, dass der einen V12 hat und der einen V10. Also ich hab ja 59 Liter verbraucht. Jetzt geht's los. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es waren 59 Liter auf 276 Kilometer. Das gleiche bei mir mit 54 Litern. Das heißt, ihr müsst jetzt mal rechnen, um zu wissen, was der genaue Verbrauch ist vom Auto. Genau. Aber ja, beide haben es auf jeden Fall mega gemacht. Beide haben mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Video. Von dem her, denkt dran zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.